Hallo zusammen wieder, herzlich willkommen bei Betzmann Galvani. Ja, Chrom, Chrom, Chrom. Ja, die Nachfrage nach Chrom und Verchromen ist immer noch ungebremst und mittlerweile merken auch viele, dass die Galvanigen entweder immer weniger werden, in Kurzarbeit eintauchen oder letztendlich auch durch ihre Auftragslage teilweise, weil sie in einer guten Sparte arbeiten, so hoch sind, dass man keine Zeit und keine Lust hat für den Einzelnen, dann noch seine drei, vier Teile zu verchromen. Ja, es gibt dann Firmen, die sind an große Industrien gekoppelt, die stellen dann von heute auf morgen um, dann plötzlich wird nur noch Pulver beschichtet, plötzlich wird halt nur noch verzinkt, ja, dann wieder teilweise verchromt, weil die natürlich dann halt für ihre Auftraggeber entsprechend arbeiten. Und wenn dann der Kleinkunde kommt mit vier Teilen, dann hat man meistens keine Lust. Ja, ich möchte nicht für alle reden, um Gottes Willen, aber so ist mittlerweile die Resonanz meiner Hunderte oder Tausende von Kunden, die immer mal sagen, du, ich finde keinen mehr, der mir das Ganze verchromt. Und so kommt natürlich immer die Frage auf, kann man das eigentlich selber machen? Natürlich kann man es selber machen, aber das große Aber ist immer die Frage, wie sehen meine Teile aus? Also habe ich jetzt neue Teile oder leicht benutzte Teile, die ganz normal aus Stahl, Edelstahl, Blech wären, dann ist das überhaupt machbar möglich, das funktioniert. Habe ich Teile aus Guss, da kommt es immer darauf an, mit welcher Legierung es wir zu tun haben. Es gibt ja auch diesen Zamak, das ist ja eigentlich galvanotechnisch eine absolute Katastrophe. Es sieht optisch zwar toll aus, aber man kann es vergolden, das ist machbar. Beim Verchromen ist dann die Frage, wie man dann vorgeht, welche Zusammensetzung diese Legierung hat. Und dann haben wir das Aluminium und Aluminium ist, ich sage es immer noch, das Super-GAU. Ja. Es gibt Aluminium in allen möglichen Lackierungen, da ist so viel Zeugs drin. Von Magnesium über Quarz, über einen Kupferanteil, Flugzeugalu, da weiß man in der Regel nie mit, was man es zu tun hat. Großer Part, den wir gleich ausklären können, Aluminiumfägen lassen. Ja? Wenn das Thema Alufägen nach Verchromen rauskommt, lassen. Weil es letztendlich nur eine bartgalvanische Möglichkeit gibt. Das heißt, man müsste die Felge, und das ist der Kostenpunkt, Reifen weg, Buchgewichte weg, entlacken. Und damit das überhaupt einmal gut aussieht, Hochglanz polieren, Hochglanz verdichten und dann ist man bei so einem Satz Felgen vier Stück locker mal, ich sage mal, 6, 7, sagen wir mal 1000 Euro. Ja, pro Felge 200 Euro, der ganzen Vorarbeit, Hochglanz polieren, Hochglanz verdichten. Klar, es gibt die machen es für 5, 6, 700 Euro. Aber bis das Ding einfach mal nach dem Entlacken so dasteht, dass man sagen kann, damit könnte man anfangen, habe ich schon Tausende weg. Und da fangen viele schon das Zucken an, ja, ist einfach nicht bezahlbar. Und dann geht es dann ums Verchromen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, eine Alulegierung, damit ihr was draufkriegt, muss ich schauen, nimmt es Kupfer an, in der Regel saures Kupfer, das heißt, ich müsste ja komplette Felge mit der Stift- und Tambongalvanik sauer verkupfern, dann zwischenpolieren, dann vernickeln, zwischenpolieren und dann verchromen. Ich habe Kunden, die machen das, die können das, die haben die Zeit und die Muße. Es gibt aber viele, die einfach sagen, nee, das ist mir zu viel, das ist mir einfach der Mega-Aufwand nicht wert. Und dann lässt man es halt Pulver beschichten oder Chrom verspiegeln. Ja, dann gibt es dann Alternativen. Aber die reine galvanische Verchromung muss man sich so vorstellen. Der Felgenhersteller, der kreiert die Felge am Computer, er gießt sie oder stellt sie her. Und dann muss er die Felge, damit er sie ja, einsetzen darf, verkaufen darf, muss er sie im TÜV vorführen oder halt einer Prüforganisation. Da gibt es einen sogenannten Impact-Test. Da fallen halt mal knapp 800 Kilo drauf. Dann wird das Ding geröntgt, so ungefähr, ich sag mal laienhaft beschrieben. Und dann, wenn die Zertifizierung erfolgt, dass man sagt, ja, das hat die Zug- und Festigkeit, ja, ist gegeben, dann kriegt man eine allgemeine Betriebserlaubnis und dann darf man damit fahren, ne? Dann darf man die verkaufen. Und jetzt kommt man auf die Idee und sagt, okay, wir machen eine Charge in Chrom. Dann muss der Hersteller diese Felge vernickeln und im Nickelbad, in der Badgalvanik entstehen durch die Hitze und durch die Säure entsteht eine sogenannte Wasserstoffversprödung. Die muss ausgetempert werden, das ist wie so ein spezieller Backofen, das ist sehr teure Technik. Und dann nach dem Austempern verchromen und dann muss diese Felge wieder vorgeführt werden, dann fallen wieder das Gewicht drauf, dann wird es wieder geröntgt und dann kriegt das die ABE und heißt, ja, diese Felge verchromt darfst du fahren. So, und jetzt kauft sich ein Kunde einen Satz Felgen in Alu, kommt auf die Idee und sagt, Mensch, habe ich mal gesehen, auf einer Messe oder hier im Video kann man auch verchromen. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt, dass die normalen Galvanigen, die das Ganze legal machen, fast keine Felgen nachträglich mehr bearbeiten können, dürfen, wollen, weil die ganze Zertifizierung hinkt, sprich TÜV und ABE erlischt. Jetzt gibt es natürlich ein paar Trickser, das sind immer die, die dann kurz vor der Auto- und Tuningmesse von der Polizei abgefangen werden. Das sind die, die es dann halt irgendwo machen lassen, aber ohne TÜV und ABE unterwegs sind.
und sich dann halt teilweise groß beschweren, dass die Polizei auch so böse ist, weil man halt Fahrzeugteile angebracht hat, die null ABE und kein TÜV haben. Und dann schimpft man halt sich in Foren wund, weil es eigentlich ja dann doch gemein ist. Ja, aber das ist halt nun mal die Rechtsprechung. Auch Hochglanzpolieren und Hochglanzverdichten von der Felge ist auch eine kritische Sache, weil letztendlich verändert man ja die Metallstruktur, die ja so nicht geprüft ist. Ja, also ich habe ja so ein paar TÜV- und Deka-Prüfer da. Und klar, es gibt viele, die tricksen, die fahren dann halt entweder zu einer oder zu anderen Organisationen, um zu schauen, dass sie ihre Teile abgenommen bekommen. Aber es ist so, dass man praktisch in dem Moment, wo man an der Felge etwas macht, das ist halt eine hochriskante Sache, weil man immer in der Grauzone arbeitet. Natürlich ist das Metall durch das Verdichten härter, natürlich ist das alles besser und glänzt. Aber so ist es nicht geprüft worden und rein rechtlich, juristisch ist es einfach so, dass wenn man es dann drauf anlegt, man einfach dann den Kürzeren zieht, weil man die Felge nicht mehr fahren darf, weil man hat gewisse Veränderungen vorgenommen. Das ist das eine, wo man dann sagt, das sind sehr empfindliche Teile, weil da halt ja der Staat in Form von Prüferorganisationen die Finger drauf hat. Deshalb sind Felgen immer eine besonders zu bewertende Abteilung, sagen wir, weil da hängt sehr viel dran. Es ist so, ja, allgemein, jetzt kommt einer und sagt, mach mir das Ding, egal wie, ich will das Ding in Chrom haben. Irgendein Galvaniker lässt sich dazu hinreisen, macht da Nickel und Chrom drauf. Der Kunde fährt und es ist ja nicht so, dass man sagt, entspannt wie in Amerika, 80 Meilen, 120 Meilen, schön entspannt cruisen, sondern in Deutschland, ja, da kommen diese Felgen natürlich immer auf Autos, die dann 300, 400, 500 PS haben und der Kunde ist natürlich entsprechend auch ausgerüstet, sprich, man fährt hier auf die, ja, zwischen Singen und Stuttgart, die Autobahn, die sehr frei ist, ja, da kommen ja auch sehr viele Schweizer, die sich da am Wochenende ihre Rennen liefern und dann fährt man halt seine Karre mal auf 330, die Felge reißt, ja, der Kerl verschlingt sich oder vereinigt sich mit dem nächsten Brückenpfeiler und dann kommt der Gutachter und sagt, ja, welcher Trottel hat eigentlich die Felge verchromt, das war mit ursächlich für den Unfall, ja, und dann, wer ist dann schuld? Der Galvaniker. Er hätte es wissen müssen, ja, er hätte doch darauf hinweisen müssen, ja, dann dreht man es um und deshalb sage ich, ihr könnt in der heutigen Zeit alles vertraglich mit AGB und Widerruf und Widerspruch und in seitenweise Haftungsausschlusserklärungen, nur Show in Scheinfahrzeug, nur auf dem Hänger, nicht selber fahren, bewegen. Wenn es am Schluss knallt, sind alle mit dran beteiligt, weil irgendwo hat einer einen Punkt und Komma vergessen. Irgendwo sitzt ein Jurist, der oberschlau die Gesetze besser kennt und die Verordnung besser kennt als die Verteidigung oder die Klage und dann knallt es. Ja. Und deshalb ist es einfach so, ich kenne jetzt keinen, der in Deutschland nachträglich Felgen verchromt. Also von dem her, wer sagt, kaufe mir so ein Ding, Alufelgen verchromen, Finger weg. Ja. Lasst es polieren, verdichten, wenn das machbar möglich ist. Lasst es in Chromoptik Pulver beschichten, aber nichts galvanisch nachträglich verändern lassen. Wer bereits verchromte Felgen hat und dann einen Abrieb hat, Chrom geht runter, ein Abplatzer, da kann ich lokal arbeiten, da kann ich die ganze Felge neu verchromen, weil ich drunter meistens eine intakte Nickel- oder Kupferschicht habe, je nach Metall, und kann dann entsprechend arbeiten. So auch Oldtimer-Teile, verschiedene Teile. Ich habe ja öfters mal Leute da, die bringen mir dann solche Sachen. Ich drehe es jetzt mal einfach um. Das sieht dann so aus. Ja. Tiefe Rostnarben, Abplatzer bis zum Metall, bis zum Guss. Und dann sage ich immer, traut ihr euch zu, auch draußen, die jetzt diesen Film schaut, traut ihr euch zu, das Teil so hinzubringen, dass es wieder aussieht wie neu? Könnt ihr das? Hochglanzpolieren, schleifen, Sandstrahlen. Also mit Sandstrahlen ist es nicht getan, weil das ist immer so. Sandstrahlen ist natürlich toll oder Glasperlstrahlen. Auch wenn ich so hinkriege, dass ich eine leicht raue Fläche habe, ist immer so, die Grundlage ist immer die Endbeschichtung. Das heißt, habe ich Kratzer drin, sehe ich die Kratzer. Habe ich tiefe Einfurchungen wie hier, ja, das ist nicht leitend. Da legt sich nichts an, auch nicht in der Bartgalvanik. Das wird entfernt, das wird poliert, das wird geschliffen, bis das Ding raus ist. Ja, ich kann so verchromen, aber da sieht es genauso aus wie vorher, nur halt verchromt oder vergoldet. Das ist so. Und deshalb die Frage da draußen immer, wenn man sagt, ich möchte damit verchromen, immer zuerst die Frage stellen, kriege ich das Ding mit Technik, mit Netzwerk, mit Bekannten, mit befreundeten Firmen im Umfeld oder mit eigenem Maschinenpark hin, dass das Ding aussieht wie so. Ja, dass es wirklich von Rost, tiefe Narbenkratzer nach der Behandlung, Schleifen polieren, so aussieht. Dann könnt ihr sagen, ja. Ja. Wer natürlich sagt, naja gut, ich habe den Anspruch jetzt nicht, dass es so aussieht, mir reicht es, wenn das einigermaßen wieder gut aussieht, dann sind wir wieder im Spiel, ja. Aber das ist immer der Punkt, dass man sagt, ich hätte gern und ich will gern alles
aber ich bin nicht bereit, die Vorarbeit zu leisten. Und das ist das A und O. Das ist beim Lackierer so, das ist bei der Badkeramik so. Es wird nichts unpoliert, ungeschliffen bearbeitet, weil der Glanz und die Vorarbeit ist das A und O. Der kommt immer vom Untergrund. Wenn ich vorher bürste, habe ich eine Bürsteoptik. Wenn ich es vorher satiniere, habe ich eine matte Optik. Und wenn ich es auf Hochglanz poliere, dann habe ich die Optik. Weil wir arbeiten im Mikronbereich und da wird kaum was überdeckt. Es gibt ein paar Verfahren wie Verspiegeln oder PVD-Verfahren. Da kommt eine etwas dickere Schichtauftrag oder das Eloxieren. Aber in der Galvanik, im Mikronbereich, keine Chance. Und deshalb, wer daheim einen Außenspiegel, Oldtimer-Dinger hat, oder ich habe jetzt auch wieder einen Kunden gehabt, mit Kaugummi-Automaten und so weiter, ja, wenn man sich die Teile anschaut, verpickelt, tiefe Narben drin, Rost, Oxidschichten, da habe ich da keine andere Chance als sagen, Chromec, machbar und möglich, zeige ich es gleich. Nickel weg mit dem neuen Nickelentferner, ja, stromlos im Bad, geht auch. Aber dann muss ich das Metall so polieren, dass es aussieht wie neu. Und daher immer noch der Hinweis, alle diese Teile, auch rund um den Oldtimer, werden alle von Fahrzeuge an sich, werden von Fachfirmen hergestellt. Das heißt, da sitzen Leute, die mit Technik, Know-how, mit ihrem kompletten Wissen und mit ihrem abgestimmten Maschinenpark Fensterleisten, Zierleisten, Kühlergrill, Embleme herstellen. Das heißt, das sind die Profis in diesem Bereich. Und die machen nichts anderes den ganzen Tag als Embleme für Fahrzeuge, Motorräder, sonst oder Leisten, Zierleisten, Heckleisten, irgendwas in Perfektion herzustellen. Auch da gelingt nicht alles. Ja, es ist wie in einer Maschinenfabrik oder in einer Textilfabrik. Wenn die hergehen und sagen, wir stellen für einen Sportartikelhersteller 20.000 T-Shirt her, dann wird die Maschine auf 25.000 eingestellt, weil die 5.000 locker Ausschuss haben. Dann ist mal eine Naht weg, dann ist mal ein Loch drin. Aber der Privatkunde da draußen immer davon ausgeht, dass jedes Teil, was er bringt, ja, mit weißer Handschuh und UV-Licht so lange so schön von der Galvanik bearbeitet wird, bis es seinen Wünschen genügt. Ja, bis er, ich sag mal, der Kundekönig, der nur ein Teil bringt, ja, den muss man in den Himmel loben. Das ist manchmal mittlerweile so, ja, dass da Leute den absoluten Anspruch an alles haben möchten, aber dann sagt man am Schluss, ja, aber mehr als 20 Euro darf es nicht kosten. Ja. Und in der Großindustrie, die schicken halt einfach 10.000 Teile und sind froh, wenn es nicht mehr als 10% Ausschuss gibt. Es ist so. Ja. Und die Firma, die dann halt sagt, wir möchten aber alle Teile bearbeiten, dann muss halt die verarbeitende Firma muss dann halt aufpassen, dass wirklich jedes Teil funktioniert. Und das, was nicht funktioniert hat, wird dann halt nachgearbeitet. Es kostet aber Zeit. Ja. Und deshalb ist es so, jeder Schritt bearbeitende Fachfirma. Und wenn nach 20, 30, 40, 70 Jahren dieses Teil so völlig dahingerostet wieder aufgearbeitet werden soll, dann ist es meistens nicht mehr in den Händen dieser Fachfirma, weil die natürlich sagen, schmeiß weg, kauf ein neues, ja. Aber natürlich vieles unwiderruflich, unwiederbringbar ist, ja, weil es die Firma nicht mehr gibt. Und dann steht man vor dem Dilemma zu sagen, ja, wie kriegen sie jetzt hin? Ja, und dann heißt es, ja, das muss man polieren, das muss glänzen, ja, aber das ist zu fein, da ist schon der Rost so tief, dass ich ein Loch drin habe. Und dann fängt man an, kann ich spachteln, kann ich drüber lackieren, meist mit dem Silberleitlack, meist mit dem Kupferleitlack, damit ich eine leitende Fläche habe. Ja, ist alles machbar und möglich, aber dann sieht es halt auch so aus. Ja? Und wenn ich dann entsprechend das so richtig haben möchte, dass es dann wirklich noch gut oder besser aussieht oder perfekt aussieht, dann muss ich mir auch mehr um dieses Teil bemühen. Das heißt, ich muss noch perfekter schleifen, noch perfekter lackieren, vielleicht, wenn ich mit dem Leitlack arbeite und gespachtelte Flächen überdecken muss. Und da muss ich noch mehr intensive Arbeit reinstecken. Und das ist dann für den einen oder anderen irgendwo an einem Limit, wo er sagt, das ist mir jetzt doch zu viel, die Arbeit hätte ich nicht geschätzt. Und wer ist dann letztendlich immer schuld? Der das verkauft. Ja, der sagt hier, du kannst vergroben, du kannst zu vergolden und dann gibt es neue Teile, ja, ein Löffel, Edelstahl, Schmuck, Golfbälle, Golfding, Tauchautomat, hat alles super funktioniert. Dann kommt man einmal an so ein Rohr und dann klappt was nicht, dann heißt immer, das ganze Zeug ist alles Kacke, kannst du alles in die Tonne drücken, ja, und dann wird halt immer geschimpft. Aber den Fehler muss man an sich suchen, weil das hier, das ist alles ja alter Kaffee, ja. Mal klar, ich habe es vor 15 Jahren eingeführt, die meisten Elektrolyte gab es ja gar nicht zu meiner Zeit. Und viele dieser Hersteller heute, die man im Internet findet, haben mich einfach nur kopiert. Ja, das muss man manchmal auch erwähnen, weil wenn man so ein bisschen zurückschaut, als ich vor fast 20 Jahren angefangen habe, gab es das alles gar nicht. Es gab kein Chrom, ja, es gab Gold nur hochzyanidisch giftig, ja, es gab kein Nickel, es gab gar nichts. Ja. Und das sind alles diese Firmen, wo dann
auf den Zug aufgesprungen sind und einfach gesagt haben, ja, da gibt es einen, der eine Chemie verkauft, kann ich auch, ja, promovierter Doktor, ja, Firma gegründet, das Datenblatt gezogen und mischt dann im Labor die Dinger zusammen. Ja, das ist ja auch okay, konkurrenzbelebtes Geschäft, aber wie gesagt, das gab es früher gar nicht. Und deshalb sage ich ja genau, wenn es dann nicht funktioniert, weil ich mir selber nicht Mühe gebe, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das Chrom von Betzmann ist scheiße, dann kaufe ich es halt woanders. Das ist genau das Gleiche, Leute. Ja. Ein Salz ist ein Salz und die Zubereitung steht im Internet in einem Chemiehandbuch drin. Da brauchst du nur reinlesen, du brauchst halt Labor, du brauchst gute Leute, die das fachtechnisch umsetzen können und dann machen die das. Ja. Gold, es gibt kein besseres oder schlechteres Gold. Ja. Es ist einfach nur günstig oder teuer. Das heißt, je größer die Firma ist, je mehr Unkosten die da reinsteckt, weil vom Vertrieb und vom Verkauf sehr viele Leute dazwischen hängen, desto teurer wird das. Ja. Natürlich der Börsenpreis auch. Ich habe jetzt eine Flasche Rhodium gekauft, die kostet mit 2.500 Euro im Einkauf. Zeige ich euch mal. Ein Liter Rhodium weiß, das sind fast 3.000 Euro. Ja. Und da gibt es kein Gut oder kein Schlecht. Es gibt einfach nur den Börsenpreis jetzt aktuell plus Herstellerkosten, fertig. Ja. Da gibt es nicht Gut und Schlecht. Es ist einfach so, ich kaufe es halt groß ein. Das macht wie viele Discounter auch. Die kaufen es groß ein, packen es entsprechend in kleinen Format um und verkaufen es an den Endverbraucher. Und diese großen Firmen haben halt andere große Industrien an da und die sagen einfach, ich kaufe halt eine Tonne ein und verkaufe es halt nur als 30 Liter oder 50 Liter weiter. Ja? Und danach richtet sich die Marge. Von dem her, wie gesagt, wenn der Fehler beim Vergromen auftaucht, dann liegt es an einem selber, weil man nicht bereit ist, sich die Mühe zu geben, das Ding zu polieren, zu schleifen, weil da fängt es meistens an. Also nochmal, der Glanz kommt immer vom Untergrund. Das ist ganz wichtig. Ich kann es in jedem Video immer nur betonen. Ja? Und wie gesagt, wenn ein Teil so aussieht, dann muss ich vorher Gas geben, bevor ich überhaupt das Beschichten anfange. Weil der Rost kommt irgendwann wieder. Ja? Die sind sowieso nicht leidend, das heißt, es beschichtet sich drumherum. Aber das sieht man. Es gibt Leute, denen ist das egal, die sagen, mach einfach drüber, ja, sieht schöner aus als vorher. Und manche haben den Anspruch, High-End, bling, bling. So, deshalb auch immer, wenn ich was zeige, immer auf hochglanzpolierten Flächen, weil ich vorher auf nichts anderem anfangen muss. Ja. Und das Polieren ist eine andere Sparte. Da gibt es im Internet so viel Tutorials, so viele Videos, so viele Firmen und Möglichkeiten. Sorry. Ob es jetzt mit einem Polierbock, mit einer schnell laufenden Scheibe, mit Motor, mit einer harten Scheibe, mit einer weichen Scheibe, ja, von Kratzer weg bis Hochglanz, ob es mit Bohrmaschine und Aufsatz mache, ob ich kleine Teile mit Schleiftremel mache, gibt so viele Möglichkeiten, aber da muss ich bereit sein. Wenn ich einen hohen Anspruch habe, muss ich mir auch entsprechend ausrüsten und wenn ich sage, nee, reicht schon, passt, möchte Geld verdienen, möchte meine Sachen selber beschichten, selber vergroben, vergolden, dann sind wir dabei, ja. Aber wie gesagt, wenn ich sage, du, ich habe mir jetzt einen Oldtimer gekauft, und da ist eine Menge Vorarbeit zu leisten, dann kann man im Vorfeld einfach abklären, das wird eine Menge, Menge Holz. Ja? Sind sich viele bewusst, einige leider noch nicht. So, deshalb wie gesagt, ich, wenn was zeige, immer auf hochglanzpolierten Flächen, weil auf sowas brauche ich jetzt nicht eingehen, dass ich sage, Rost weg, schleifen, polieren, bis es glänzt, weil dann sind wir sowieso wieder bei dem Punkt. Also, soweit zur Vorarbeit. Jetzt ist so, wenn ich verchromte Flächen habe, wo der Schaden jetzt im Chrom ist, das obligatorische Endchromen, das heißt, ich habe hinten nochmal zu Beginn Netzteil regelbar, ich habe immer 25 Ampere, weil das ist die Leistung, was alles packt, passt die Stromdichte, auch die Stromstärke. Wer ein Gerät hat mit weniger Volt, mit weniger Ampere, dann ist es so, dass man es halt probieren kann, aber wenn Flecken auftauchen, bin nicht ich schuld, sondern das Gerät. Ja? Und jetzt halt zum Entchromen umstecken, das heißt aus dem Plus mal Minus und bitte nur zum Entchromen. Kann das kontaktieren, ich kann es hier dran halten oder ich kann es hier zum Beispiel in die Edelstahlplatte stecken. In den Minusgriff jetzt gerade kommt dann der Chromentferner. Fisch mir den Stoffpad raus, Edelstahlelektrode. Und dann nochmal hier in den Schnellverschluss. Voltzahl 6, 7 Volt kann man locker beginnen. Und jetzt fangen wir mal an. Ich bin zwar links, aber ich versuche jetzt mal mit rechts. So, kleine kreisende Bewegung machen. Stoffpad wird noch gelber. Er ist zwar schon gelb, weil die Lösung, wenn man es zurücklaufen lässt,
gelb wird. Kann auch leicht ins Grüne gehen, ist nicht so dramatisch. Und jetzt einmal in Chromen. Es ist sehr kühl hier drin, das bemerke ich gleich nochmal von vorne weg. Ich habe hier keine Heizung an und ich mache jetzt mal alles im kalten Zustand, weil in der Beschreibung steht immer drin, Chrom erwärmen 40 Grad, ja, alles schön warm halten, auch das Teil anföhnen, Warmwasser, wie auch immer. Dann gibt es Leute, die halten sich strikt nach Vorgabe und irgendwas funktioniert nicht. Und deshalb mache ich es jetzt mal im kalten Zustand. Nach dem Entchromen ganz wichtig wieder umstecken. Das heißt, der Griff wird wieder Plus und das Minus wird wieder Minus. Chromentferner, wenn ich ihn nicht mehr brauche, bitte wegstellen. Weil je mehr Becher hier auf der Fläche stehen, desto eher die Gefahr, dass mal was runterfällt, weil hinten halt so ein Kabel sich rumschlingelt. Spülen mit destilliertem Wasser. Sofern noch was drin ist. Jetzt ist nochmal ganz wichtig der Punkt. War der Schaden im Chrom? Und ich habe jetzt noch in Chrom eine schöne hochglänzende Nickelschicht. Dann ist es perfekt, dann kann ich neu verchromen. Ist der Schaden jetzt aber tiefer, wie jetzt hier, ja, dann wie gesagt polieren. Also es nützt jetzt nichts, eine Chromschicht, die schon komplett fertig ist, zu polieren oder mit allen möglichen Techniken abzupolieren, sondern einfach hier schön sanft und sauber in Chromen. Man sieht, es geht ruckzuck. Das ist dieser gelbe Nickel. Hier haben wir jetzt noch Chrom. Ja, und da sage ich auch immer, man sieht, wie schnell man beim Entchromen davonkommt, weil viele immer noch davon ausgehen, das Chrom ist so eine harte Schicht. Ich habe übrigens eine Ausarbeitung bei mir im Shop unter betzmann-galvanik.de unterm Artikel Chrom habe ich mal eine ganze Ausarbeitung hingelegt. Da kann man sich mal ein bisschen informieren, was eigentlich verchromen ist, welche Möglichkeiten es gibt, hart verchromen, glanz verchromen und dass da auch ja, vielleicht oder beim einen oder anderen der Irrtum ausgeräumt wird, eine Hartverchromung ist eine besonders harte Schicht. Ja, das ist nämlich eine täuschende Bezeichnung. Von dem her einfach mal ein bisschen nachlesen und informieren, wenn das interessiert. Gibt es auch bei Wikipedia ganz tolle Ausarbeitungen über Goldelektrolyt, übers Verchromen, über Galvanik an sich. Und da auch nochmal der Punkt des Lesens. Ja. Es ist so, ich verkaufe sehr viele Geräte und ich habe wirklich tausende von Kunden seit jetzt die lange Zeit, die ich das mache. Und es gibt sehr viele Leute, die schauen sich Videos, die lesen sich meine Handbücher und Leitfäden durch, die kaufen bei mir ein Gerät, die haben noch nie gesehen. Ich kriege immer super positive Rückmeldungen, weil die Eigeninitiative ergreifen und es gibt sehr viele. Und davon auch den einen oder anderen, der ruft mal halt fünfmal an, weil er nicht bereit ist, die ganzen Informationen aufzunehmen. Und das ist halt wichtig, ja. Es ist nicht so, dass man im Internet den teuersten Laufschuh kauft und dann am nächsten Tag Marathon laufen will. Und dann, wenn es nicht klappt, ja, wenn ich noch 5 Kilometer kein Puste habe, hätte aber 42, ne, was ist 1, 2, dann rufe ich den Hersteller an und sage, du bist ein Trottel, jetzt habe ich 800 Euro für einen Laufschuh ausgegeben, ich packe die 40 Kilometer nicht. Und er sagt, ja, haben Sie schon mal, ja, haben Sie Grundlagenausdauer, haben Sie schon mal trainiert, waren Sie jemals laufen? Nö, aber ich dachte. Und so ist es bei mir wirklich teilweise auch. Da rufen Leute an, die lesen die E-Mails nicht, die lesen die Infos nicht, die schauen sich keinen einzigen Film. Ja? Und dann rufen die dich dreimal an und wenn du nicht ans Telefon gehst, weil ich meine Bestandskunden und Neukunden natürlich betreue und support und da ist schon wirklich 7 Tage die Woche, von morgens bis abends, also teilweise bis bevor ich ins Bett gehe, noch auf dem Toilettengang quasi noch die letzte WhatsApp beantworte, dann kriegst du eine 1-Sterne-Bewertung, ist telefonisch nicht erreichbar. Leute, das könnte man auch mal persönlich sagen. Also da werde ich langsam echt fuchsig. Ja. Man opfert sich auf. Ja, und das ist ja auch, wo man wirklich auch mal sagen muss, so viele Unternehmer, die ihr Herzblut da reinstecken, ja, klar kann man es nicht jedem recht machen. Aber dann gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der einem dann wirklich alles kaputt macht, einem richtig den Tag versaut. Das heißt, lass doch einfach bleiben. Ich gehe doch nicht hin und sage, oh, Bentley, wisst ihr, was dein Bugatti kostet? Ja. Sag mal, ein Chiron, irgendwo um die 4 Millionen. Wisst ihr, wer den kriegt? Wir nicht, auch wenn ihr das Geld hättet. Weil da gibt es Listen. Das heißt, andere, die schon öfters mal da gekauft haben, die stehen in der Warteliste, auch beim Lambo oder bei Ferrari, bei diesen richtigen teuren Supercars. Ja, die stehen da in der Warteliste und die kriegen einen, weil sie schon 5 gekauft haben. Auch selbst wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde und ich hätte 30 Millionen zur Verfügung sagen, jetzt kaufen wir so eine Karre, kriege ich sie nicht. Da bewerte ich die nun schlecht und sage, ich kriege kein Auto, die sind doof. Und bei mir ist das auch so oder bei anderen Firmen auch so.
Wenn ich anrufe und ich da keinen erreiche, dann will dieses Unternehmen mich gerade als Kunden nicht haben, weil es mich nicht bedienen kann. Andere machen das geschickter. Callcenter, da sitzen irgendwelche Typen drin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und die arbeiten euch ab und dann sagt, wow, hier, Telefonkonzern, wow, die sind super, die haben wenigstens einen Chat. Da kriegst du aber genauso viel Info vor, bist du nachher genauso schlau wie vorher auch, aber da sagt niemand was, ja. Und überall zieht sich das so. Egal, guckt mal an, wenn euer Paket verloren geht, egal bei welchem Versender, ihr werdet komplett abgespeist. Da wird nie schlecht bewertet. Aber bei mir, oh, ich habe den dreimal angerufen, wollte meine bescheuerten Reflektoren beschichten lassen, kriege keine Auskunft, obwohl da überall 10.000 Mal drinsteht, schickt mir verdammt nochmal eine E-Mail, jetzt werde ich wirklich langsam sauer. Weil ich brauche Fotos und Maße, ich muss es begutachten können. Ah, dann heißt es, ja, der ist ein Trottel, der geht nicht ans Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist so. Und so kann man es manchen Unternehmern dann auch irgendwie mal vermiesen, dass man sagt, hey, wir stecken so viel Leidenschaft rein und man versucht es wirklich allen recht zu machen. Und denen, 99%, denen man es recht macht, das sind ja auch die, die einen nie positiv bewerten. Die lassen kein Like unter dem Video, die machen keine Bewertung, weil die gar nicht die Zeit haben und sagen, ja, das war super toll. Und die negativ sind, die sowieso negativ sind, ja, die haben in ihrem Leben irgendwas verbrochen, die gehen rum und klappern so ziemlich jede Plattform ab, um ihre schlechte Laune loszuwerden. Gell? Und die kann man nicht mehr bremsen. Das ist manchmal echt schlimm. Und das höre ich ja nicht von mir. Mir ist es ja eigentlich egal, weil es einem dem Erfolger keinen Abruf tut. Aber ich höre das immer wieder oft, dass man Leute, dass irgend so ein Spinner, muss man mal sagen, dann wirklich von Unternehmer zu Unternehmer geht und alle in den Dreck zieht. Ja? Und so einer, wenn der mal eine Firma aufmacht, und wenn er eine schlechte Bewertung kriegt, das sind die Ersten, die zum Anwalt laufen. So, also, genug geheult, gell? Bremst dich wieder ein, kümmere dich um deine eigenen Dinge, heißt. Also, Hochglanz-Nickel. Und jetzt ist so, wenn man das mal doch wirklich ganz genau betrachtet, sieht man diese ganzen schlechten, vorgearbeiteten Kratzer in der Nickelschicht drin. Das heißt, diese Firma, die diese Kleiderstange da für 8 Euro halt verkauft, ja, die hat sich nicht sonderlich Mühe gegeben. Das heißt einfach nur kurz Optik. Ja. Ein bisschen Nickel drauf, ein bisschen Chrom drauf. Das Ding für 9 Euro ins Regal gehängt. Das, wenn man abliefern würde bei irgendeinem Oldtimer-Fan, ja, der wird weinen. Ja. Aber zum Training funktioniert das. So, jetzt zweiter Schritt, Aktivator. Der Aktivator sieht normalerweise aus wie Wasser. Und wenn der Aktivator ein bisschen arbeitet, dann verfärbt er sich, weil diese Oxidschichten natürlich in dem Stoffpad hängen. Bleiben beim Aktivieren, heißt Oxidschichten werden entfernt, Metallporen werden geöffnet, Metall ist aufnahmebereit zum Verchromen und dann darf das Ding auch sich ein bisschen verfärben, weil es arbeitet. Bitte runtergehen auf 2,7 Volt und schauen, wie das Material sich verhält. Jetzt beim Nickel weiß es, alles was Nickel und Nickelhaltig ist, aber wenn ich jetzt irgendwas habe, Alu, Stahl, Guss, Eisen, und ich merke, es gibt eine Verfärbung, es wird schwarz, bitte nicht aktivieren. Dann reicht polieren und entfetten, aber nichts aktivieren, was nicht will. Auch nur kurze Zeit, es gibt also keine zeitlichen Vorgaben, dass man sagt, so und so viele Minuten muss das sein, sondern einfach schön gründlich aktivieren. Wenn ihr den Nickel vorher, also wenn ihr Endchrom und dann von Nickel oder auf dem Nickel arbeite, zügig durcharbeiten, dann habe ich natürlich kein Problem der Oxidation. Wenn ihr das jetzt natürlich endchrom und morgen weiterarbeitet, dann muss ich entsprechend besser aktivieren, weil der natürlich entsprechend gearbeitet hat. Jetzt zeige ich immer einen Trick. Viele, die jetzt verzweifelt immer auf dem Nickel versuchen, direkt zu verchromen und den einen oder anderen Fleck haben, könnt ihr auch mit Gold machen. Gold haftet überall. Und wie gesagt, dem Gold muss man auch den Schrecken nehmen. Natürlich ist es edel, natürlich ist es Luxus, natürlich sind die Metallkosten ein bisschen höher, beim Goldflash jetzt nicht, zeige ich jetzt mal. Goldflash ist ein super günstiges Produkt und ist optisch auch reines Gold, hat allerdings die Härtezusätze nicht. Und mit dem Goldflash oder jetzt auch dem Gold kann ich einfach den Nickel kurz vergolden und abdecken. Und dann habe ich das Drama nicht, dass ich einen fleckigen Nickel habe. Bei mir ist es wie gesagt sehr kühl, 5 Volt nicht, machen wir mal 7. Ja, also wie gesagt, nimmt man das nicht so zu Herzen, also oder übel. Ich nehme es nur zu Herzen, weil ich kann da nur mal, das hört sich vielleicht arrogant an, mich betrifft das gar nicht. Ob jetzt mal einer kritisch ist oder nicht, das ist ja normal bei einem Unternehmer. Wie gesagt, man kann es ja nicht jedem recht machen. Aber mich regt die allgemeine Stimmung so auf.
die Leute so negativ sind, ja, und immer das Beste vom Besten haben wollen. Und man sieht ja auch allgemein jetzt auch in der Politik oder so weiter, ja, was gerade abläuft, wie unfähig die Menschen sind. Das sind Leute, die sich kein bisschen drum bemühen, dass es besser wird. Ja, wie unsere Minister, Gesundheitsminister, die jetzt ein Jahr in der Pandemie rumschwirgeln. Da tut keiner etwas dafür, dass es besser wird. Und alle schlucken es und alle sind trotzdem unzufrieden. Und was passiert im September, wenn die nächsten Bundestagwahlen kommen? Es wählen alle diese Leute die gleiche Scheiße wieder. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber das wird so sein. Alle rennen es wieder der CDU oder ihre SPD oder ihr FDP hinterher, weil die Oma oder der Opa die schon gewählt haben. Ja? Und dann die einen oder wenigen, die nur ein bisschen Natur oder Umwelt, die meinen, die Grünen reißen es. So, schaut mal bei uns an, in Baden-Württemberg, wir sind mit Grünen regiert. Das ist das absolute Chaos hier, ist gar nichts. Ja? Und dann stellt man sich die Frage, was machen wir? Ja, so. Ja, ist ja die letzten 100 Jahre schon gewesen, also wählt man wieder den gleichen Müll. Ja, und so ist es, das ist überall so. Die geben sich kein bisschen Mühe. Und wenn man sich selber als Unternehmer ein bisschen Mühe gibt, dann kriegst du einen dritten Arsch manchmal, gell. Seht ja selber, wie die Leute mittlerweile vor ihren Ruinen stehen, ja. Das ganze Herzblut reingehängt, kommt der Staat und sagt, Berufsverbot, du darfst halt jetzt mal nicht aufmachen. Okay, also, jetzt haben wir eine Fläche Gold. Und hier ist noch der Nickel. Und jetzt kommen wir mit dem Chrom. Die Empfehlung ist, das Teil anföhnen oder in warmes Wasser. Je wärmer, desto besser. Chrom 30 Grad, nicht mehr. Keine Salzsäure mehr rein. Wir haben das Rezept umgestellt. Einfach ganz normal so lassen. Ein bisschen erwärmen, fertig. 6 Volt, 5 Volt. Aluminiumelektrode. Noch ein Tipp zur Elektrode. Verchromen kann man mit Graphit, mit Nickel, mit Edelstahl, mit Alu. Graphit und Edelstahl bei einer Tamponkalvanik verzeiht sehr viel. Wenn ich es im Bad mache, löst sich da was aus und gibt dann irgendwann während dem Beschichtungsprozess ein Problem. Von dem her haben wir jetzt umgestellt auf die Aluminiumelektrode. Die Nickelelektrode hat auch das Problem, dass sie sehr gut ist zum Verchromen, allerdings im Stoffpad sich nach und nach der Nickel sammelt und irgendwann massiv abgegeben wird. Und dann hat man Gelbstich im Chrom, einem gefällt es, anderen nicht. Und deshalb sind wir jetzt auf die Alu-Elektrode, weil die halt von der Zusammensetzung, von der Legierung, das Alu etwas, den Chrom etwas heller rausbringt. Von dem her nehmen wir jetzt die Alu-Elektrode. Wie gesagt, wer noch eine Nickel hat, kann man, aber da halt immer mal wieder ein Stoffpad auswaschen. So, dann wie gesagt, 5-6 Volt auf Gold. Und jetzt ist so, das Chrom wird am Anfang schwarz, das ist halt eine chemische Reaktion. Da hören jetzt viele auf und sagen, hey, das wird schwarz, was soll ich machen? Weitermachen, weitermachen. Seht, das wird immer heller. Ja? Schwarz. Jetzt gehen wir hier vom Gold über den Nickel drüber. Weitermachen. Nicht aufhören, weitermachen. Vielleicht Gott vertrauen oder Betzmann vertrauen. Ja, dann sagt, hier, der macht es ja auch so. Und viele sagen immer, bei dir sieht es so leicht aus und bei mir geht es nicht. Ja, weil ich mir nicht viele Gedanken mache, weil ich weiß, es funktioniert. Macht es nach Gefühl. Einfach weiter. Und wenn ihr merkt, es zieht mit dem Nickel nicht, macht kurz Gold drunter. Mann, das ist, wenn ihr das Rohr irgendwo verchromen lassen wollt, ihr zahlt ein Vermögen. Ihr seid an so einem Rohr locker 100 Euro los, wenn überhaupt die Größe jemand kann. Und dann ist es doch einfach so, dass ich sage, ich lasse es polieren, wenn ich es nicht polieren kann. Hochglanz polieren, Hochglanz verdichten, egal was. Ja? Damit das Ding aussieht wie neu, Felgendoktor, Lackierbude, Gleitschleifanlage, die haben noch alle die Technik. Oder ich kaufe mir einen Polierbock irgendwo gebraucht im Internet und schleife das Ding halt schön runter. Und dann vielleicht vom Anspruch her ein bisschen zurücknehmen. Es muss doch nicht immer alles perfekt sein. Aber wenn es perfekt sein muss, dann müsst ihr euch mehr Gas geben, müsst ihr euch mehr Mühe geben, müsst ihr euch mehr dran setzen. Videos schauen, wie macht der das, wie poliert der? Elektropolieren, Edelstahl polieren, ja, Infos einholen. Ich habe hier so einen Kunde, der kommt aus Tadschikistan, irgendwo da unten, der baut Lampen für Hotels. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Der hat sich in den Kopf gesetzt, das Ding, das Blech, was er hat, Hochglanz polieren. Das kann keiner. Der war schon bei 10 Fachfirmen, der hat ein Vermögen ausgegeben. Keiner kann ihm das so polieren, wie er das möchte. Aber er ist auch nicht bereit, selber Techniken zu machen, weil er auch irgendwo weiß, dass es tatsächlich nicht geht. Aber er verfolgt seinen Traum. Vielleicht findet er irgendjemand. Ja? Also er gibt nicht eher Ruhe, bis ihm das irgendjemand so poliert, bis es dann schlussendlich vergolden, verchromen oder
genau halt entsprechend farbig beschichten kann, weil das sind so Speziallampen für Hotels. Ja. Aber wenn ich den Anspruch nicht habe, wenn ich mir ein bisschen locker und entspannt an die Thematik rantraue, seht doch, dass es geht. Und jetzt ist es natürlich ein klein bisschen dunkler. Jetzt gehen wir mit der Voltzahl hoch, weil wir ja Chrom 3 haben und nicht Chrom 6. Und die Schichtdicke, die entscheide ich jetzt selber. Das heißt, je öfter ich da drüber fahre, und das Chrom 3 kann ich immer wieder neu beschichten. Das heißt, ich kann nächste Woche drüber beschichten, halt vorher kurz entfetten, vielleicht nochmal anpolieren. Und dann kann es richtig dick verchromen. Und dann haue ich jetzt ein bisschen die Voltzahl hoch. Dann brutzelt es halt ein bisschen, das macht nichts. Gute Belüftung sorgen sowieso, das muss man bei allem. Ne? Habt ihr euch mal in einem kleinen Bad ein bisschen mit Deo oder Haarspray eingesprüht, dann wisst ihr, von was ich rede. Ja? Da brauche ich nicht das Problem, dass es hier dampft, reden, sondern es dampft alles, was an Aerosol ausgeschüttet wird oder halt entsteht, sollte ich entsprechend nicht einatmen. Ne? Ob es jetzt ein Haarspray ist oder hier, deshalb immer gute Belüftung sorgen. So, und jetzt am Schluss Schwabbelscheibe, ich mache es nur mit Mikrofasertuch. Und das ist jetzt für Chrom 3. Und wenn ich die Fläche hier anbiete, dann nimmt mir das jeder ab als schön für Chrom. Das hat ja auch die Härte, es hat die Optik, ja, wenn es schön glänzt. Hier ist jetzt nochmal der Unterschied. Chrom 3, Nickel, Chrom 6. Ja. Ich hoffe, das sieht man. Der Unterschied ist nicht so, dass man sagt, das sieht extrem dunkel aus. Aber wenn ich es jetzt mit einer Schwabbelscheibe noch bearbeite, kommt es noch heller raus. Gell? Ich sage, das ist jetzt eh keine besondere Referenz, weil das halt einfach eh schon schlecht verchromt ist. Ja, es gibt halt auch Firmen. Ja, aber wie gesagt, einfach nur mal die Optik darzustellen. Chrom, Chrom 3, Chrom 6 und das, was wir selber gemacht haben, jetzt hier über eine vergoldete Fläche oder über die Nickelfläche. Ja. Und es geht. Wie gesagt, es geht, wenn ich bereit bin, die entsprechende Vorarbeit zu leisten. Und das ist das, gell? Dass ich sage, hier, ja, das da. Klar, Rostlöser, Endroster, Phosphorsäure, Cola, ja, ist überall Phosphorsäure drin, Rohrreiniger, Natriumhydroxid, Silitbeng, Natriumhydroxid, Essigsäure, wie auch immer, ja, dass sie den ganzen Rost rausbringen und dann entsprechend polieren und schleifen, ja, hier sieht man. Ja, wenn ich jetzt da drüber fahre, das zum Beispiel vergolden will, dann sehe ich, dass es nichts annimmt. Ja, ist zwar schön vergoldet jetzt, aber der Rost ist da, weil er nicht leitend ist. Ja, will nicht. Leitet nicht. Und deshalb muss man was einfallen lassen, wie ich es rauskriege. Jetzt könnte ich es polieren und schleifen. Wenn ich es jetzt hier so rausschleife, dann habe ich halt den Rost weg und habe eine schöne kratzige Oberfläche. So, jetzt ist der Rost weg. Aber man sieht hier noch diese kleinen Vernarbungen. Und die kriege ich mit der Poliermaschine raus. Und wenn das richtig rauspoliert ist und natürlich dann schnell laufende Scheibe mir noch einen schönen Glanz gibt, kann ich mit Gold als Referenz, ich könnte es natürlich auch mit Kupfer machen, sehen, aha, es wird schon besser. Aber hier, diese tiefen Einschlüsse sind drin. Es gibt Leute, die stört's und es gibt Leute, die stört's nicht. Wen den stört, muss es beheben. Ja? Wenn mich stört, dass ich morgens kaum mehr Luft kriege, weil ich 4 Schachteln Zigaretten rauche am Tag, dann muss ich aufhören zu rauchen. Ja? Oder wenn ich beim Treppensteigen kurzatmig bin und die nächste halbe Stunde nicht ansprechbar bin, dann muss ich Sport machen. Ja?
Ich kann nicht irgendwo im Internet ein Mittel bestellen, wo es besser ist. Ja? So sind wir mittlerweile getrimmt. Geht es dir schlecht? Nimm Psychopharmaka. Bist du schlecht drauf? Nimm Medikamente. Nein, geh raus in den Wald, beweg dich. Ja? Schau, dass du deinen Körper fit machst. Wir haben für alles eine Versicherung, das muss man immer mal wieder erwähnen. Fürs Auto eine Haftpflicht, fürs Auto eine Vollkasko. Die Heizung wird einmal im Jahr gewartet. Ja? Alles, was wir uns anschaffen, rund ums Haus, am Auto, Technik, wird immer gewartet, immer mit Garantie, immer Ding. Und auf unseren eigenen Körper, ja, da geben wir ein Pfifferling drauf. So, verchromen, wird schwarz. Wie gesagt, nicht aufhören, weitermachen. Wärmen beschichten, Voltzahl erhöhen. Lang verchromen, dick verchromen, schrittweise vorarbeiten. Wenn fertig, spülen mit Wasser. Polieren. Das ist jetzt natürlich nicht polieren, aber man sieht, es ist schon hell. Ja? Und es ist verchromt. Also wie gesagt, ich habe Firmen, die Hartverchromung, da wird maschinell im Prozess, platzt es teilweise ab, die beschichten das lokal nach. Bei der Technik mit der Stift- und Tamponmechanik platzt nichts ab, weil das meistens auch ein Spannungsunterschied ist zwischen Kupfer, Nickel und Chrom. Gerade bei Felgen beobachtet man das ganz gerne, dass in den Ecken von den Speichen meistens Ablatzung gibt, weil der Spannungsunterschied der einzelnen Metalle zu groß ist. Es ist einfach mal abbröckelt, es hat auch nichts mit dem Alter zu tun, es ist einfach gewisse Metallspannung da. Und ja, wie gesagt, kann man dann lokal nachverchromen, ja? Auch Ablatzer und so weiter. Und dick verchromen, einfach dicker. Und wenn ihr einen Rostschutz braucht, erst verkupfern, vernickeln, verchromen. Und wenn ihr sagt, ich brauche eine Glanzverchromung, dann kann ich vernickeln, verchromen, auf dem bestehenden Nickel weiterarbeiten. Und wie hier sieht das eigentlich ganz toll aus. Gut, also wer Fragen hat. Wie gesagt, ich bin immer, wirklich immer über WhatsApp erreichbar. Von Montag bis Sonntag, am ganzen Tag an diesem Ding. Ich sage, ich sehe manchmal die Zeiten herbei, wo ich Beamter war. Ja, dann schaffst du eine 8 Stunden. Wenn du kurz vor Dienstschluss nochmal einen Einsatz reingekriegt hast, dann hast du dann nochmal 2-3 Stunden drangehängt. Ja, die hast du dann gut geschrieben gekriegt, vielleicht irgendwann mal ausbezahlt, je nachdem, ob es sich gelohnt hat oder nicht, oder abgearbeitet. Ja, und alles gut. Und jetzt als Selbstständiger, selbst und ständig, und es ist wirklich so, gell? Und du opferst dich wirklich auf und auch deine Freizeit auf. Und natürlich viele Kunden, die zufrieden sind, weil sonst wäre man ja auch nicht erfolgreich. Ja, ist ja nicht so, dass man sagt, man hat jetzt nur unzufriedene Kunden, dann kann man sein Geschäft auch zumachen. Aber dann gibt es immer mal wieder welche, die das wirklich und die unfair sind. Ja? Es kommt ja keiner vorbei, persönlich klingelt an der Tür und sagt, du bist ein Trottel. Ja? Sondern das macht man dann fies und hinterfotzig übers Internet. Und das regt mich auf. Ja? Ich lese ja auch manchmal Bewertungen oder Kommentare, auch so an sich bei anderen Plattformen, und denke mir einfach, hey. Ja? Und vor allem, die Leute haben noch nie einen direkten Vergleich. Ja, wenn ich jetzt chinesisch essen gehe und ich weiß, ich esse immer, ja, Peking-Ente mit Reis und Gemüse, dann kann ich sagen, in Karlsruhe war es gut, in Freiburg war es schlecht, in Stuttgart war es richtig miserabel, in Konstanz habe ich Bauchschmerzen gekriegt und hier in Pfullendorf top. Da kann ich es vergleichen. Aber ich kann nur nicht hingehen und sagen, ich habe irgendwas verchromen lassen, noch nie in meinem Leben, nur ein Teil, schau das an und sag, ja, die Firma ist dämlich. Das kann ich doch gar nicht beurteilen. Ja? Da müsste ich 2 oder 3 Teile in Deutschland weit von unterschiedlichen Unternehmen machen lassen und sagen, ja, klar, natürlich hat man seinen Anspruch. Aber man weiß doch selber gar nicht, ob das technisch gar nicht besser war oder besser machbar war. Das ist wie wenn ich mal eine Küche einbauen lasse. Ja? Und der Schreiner, der legt sich da ins Zeug und macht und tut. Und ich habe eine schiefe Wand und hinten passt es halt nicht. Und er kann nicht stückeln und irgendwo, dann kann er nicht hingehen und sagen, der Schreiner ist ein Idiot. Dann sagt er, die Gegebenheiten waren nicht besser. Und hier ist es auch in der Galvanik. Und deshalb muss man manchmal immer sagen, Leute, ich habe so viele Fachfirmen an der Hand, ich arbeite mit so vielen Leuten zusammen und ich höre mir den ganzen Tag auch von diesen Firmen nichts anderes an, als dass man sagt, hey, wir reißen uns wirklich hier den Popo auf und kriegen immer einen Dritt hinten rein. Ja? Das ist.
Und das ist immer, wo wir uns selber immer, ich sag mal, weiter ins Abseits schießen. Andere Menschen, andere Völker gehen nicht so mit sich um, wie wir mit uns miteinander. Ja? Wir machen uns selber mies und madig, machen uns selber immer noch mehr Stress. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass Burnout, Borderline und sonstige psychischen Sachen nur noch damit abgegolten werden, dass man sich im nächsten Stadtpark irgendwelche Drogen besorgt. Ja? Mit denen dann halt seinen Frust beseitigt. Wobei das Symptom ist ja noch da. Ja? Die Krankheit ist da und wird nur mit einem Medikament bekämpft. Und das ist gerade das Zeitalter, in dem wir uns befinden, dass wir alles mit an der Wurzel packen und offen ansprechen. Wir dürfen ja gar nichts mehr ansprechen. Ja? Wir sind ja mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, dass wir entweder rechts, links, oben oder unten eingestuft werden, wenn man was von sich gibt. Und deshalb viele Leute einfach die Klappe halten, sich dann aber anonym hinter ihrem Computer verstecken. Nur nicht einmal ihren Namen preisgeben und dann überall mit reinhaken, gell? Überall. Und deshalb, Leute, bisschen zur Vernunft kommen, auch an sich, privat, nicht hier geschäftlich jetzt Unternehmen, sondern einfach auch ein bisschen mehr zur Besinnung kommen und vieles einfach so akzeptieren und annehmen und sich selber dann Gedanken machen und für sich selber dann entscheiden, aber nicht gleich um sich schlagen. Ne? Das, wie gesagt, ist nicht nur hier, ist bei anderen Dienstleistern auch, bei anderen Firmen auch so. Bei allem, was wir mittlerweile im Internet sehen, dass wir uns immer unsere eigene Meinung bilden. Ich meine, so schlau sollten wir jetzt mittlerweile sein, nicht alles glauben zu dürfen, annehmen zu müssen, was wir finden, sondern dass wir uns immer eine Meinung bilden. Ja. Ich wünsche euch alles Gute da draußen. Ich weiß ja nicht mit diesem Corona, ja, dass man eine 9-stunden-lange Sitzung auf ein DIN A4-Blatt bringt, wo dann am Schluss keiner mehr weiß, wie es überhaupt weitergeht. Aber wie gesagt, wählt die Lehrer munter weiter. Ja? So nach dem Motto, es gibt ja eh nichts Besseres, dann wähle die halt wieder. Gebt mal anderen Parteien eine Chance. Einfach eine anderen, egal welche. Aber nicht diesen Altparteien. Die müssen weg, Leute. Die müssen wirklich weg. Ja, das ist. Früher haben die Bauern sich versammelt und wenn ihnen der Fürst zu arg auf den Zeiger gegangen ist, da haben sie dann halt einfach mal seine Burg angezündet und mit den Mistgabeln haben sie ihn vertrieben, gell? Weil irgendwann ist gut. Und ich glaube, wir müssen das auch mal machen. Also nicht gewalttätig verbal werden oder so, aber wir müssen einfach mal vom Gedanken her wieder hingehen, dass wir die Politik nicht brauchen. Die macht uns wirklich kaputt. Das sind nicht unsere Volksvertreter, die fürs Volk da sind, sondern die bauen sich in Berlin, haben die sich ihren eigenen Planeten gebaut. Und die schwelgen da in der First Class, ja, vom eigenen Fahrdienst über eigenes Ding. Wir haben den größten und teuersten Bundestag aller Zeiten. Die verballern so viel Steuern, die kosten so viel Geld, die geben uns nichts zurück. Wir arbeiten wirklich 21 Tage im Monat nur für den Staat. Und das wollen wir uns weiter gefallen lassen. Wirklich, sind wir denn so weit, dass wir uns wie Sklaven behandeln lassen wollen? Das ist echt verrückt. Und deshalb müssen wir untereinander ein bisschen mehr wieder zueinander stehen. Das Volk muss zusammenhalten. Wir brauchen die Politik nicht. Wir brauchen sie nicht. Ja? Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt habe ich euch genug genervt. Gehen wir ins Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt mal gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und wer natürlich sagt, das interessiert mich, unter www.betzmann-gawarnik.de alle Informationen. Wie gesagt, auch unter dem Chromelektrolyt. Eine Ausarbeitung noch mal rein zum Thema Verchromen. Und wie gesagt, wer sagt, möchte ich mal auch antun. Klar, jetzt in Corona-Zeiten kann ich leider keine Schulungen und Vorführungen machen. Aber wie gesagt, Videos reinziehen, ein bisschen einen Leitfaden lesen, ein bisschen Informationen einholen. Mich nur mal löchern, nicht nerven. Ich bin immer dafür da. Das ist mein Job. Über WhatsApp, über E-Mail schreiben, aber bitte keine Telefonate. Wirklich, es ist so, das ist vergebene Liebesmühe. Es ist immer so, dass die meisten Telefonate immer in die Irre führen, weil es einfach so ist, dass wenn ihr versucht, von mir Informationen zu bekommen und ich fange an mit diesem Fachchinesisch, sagen die meisten, ja, da lesen wir mal die E-Mail durch, das muss man noch studieren. Ja? Aber am Anfang immer Fragen und Dinge und da sage ich, schau mal, man muss bereit sein, immer mal einen Schritt zu tun, ja, Risiko zu tun. Also ich sage, wenn ich einen Marathon laufen will, muss ich auch mal einen Schritt machen oder zwei oder tausend. Damit ich das Gefühl kriege, wie sieht es denn aus? Ich kann mich nicht immer in der Theorie über Gott und die Welt unterhalten, aber ich habe es selber noch nie erlebt, gefühlt, gespürt. Ja? Von dem her muss ich es anfangen. Wer sagt, ich will verchromen, hört es jetzt blöd an, dann müsst ihr das Ding kaufen und anpacken. Ja? Und einfach von der Thematik sagen, okay, also er hat gesagt, erst muss ich polieren, damit das Ding aussieht. Gut, ich habe Neuteile, kommt nicht in Frage. Also Shisha, E-Zigarette,
Löffelset, Messerset, Braunet, Waffe, irgendwas, kann ich so, also Braunet polieren. Gut, fällt weg. Was muss ich machen? Entfetten, aha, aktivieren, aha, vergolden, Punkt. Entchromen bei verchromten Sachen, wenn ich mir nicht sicher bin, Chromtest machen, aha, aktivieren, vergolden, Punkt. Läuft. Metallschwärzen, Messing, Ding, alles, okay, Aluguss, Zamak, ah, gut, hab ich nicht. Ja. Edelstahl, Schwarzmann, Messing, Schwarzmann, Kupfer, Schwarzmann, geht. Versilbern, worauf hält Silber? Silber hält auf Kupfer und auf Gold. Ah, ich habe Edelstahl, will ich versilbern, was muss ich machen? Erst vergolden, dann versilbern. Ah, geht. Silberschmuck aufarbeiten. Polieren, polieren. Silberputzbäder kann man selber machen. Ja, Salz rein. Warmes Wasser, Alufolie daneben, reinigt. Habe ich eine total verdreckte Kette? Habe ich eine verschlissene Kette? Trowaldrommel, ja, diese kleinen Rührdinger mit Keramikteilchen. Ja, Ultraschallbäder versuchen. Wie kriege ich einen Glanz her? Okay. Und dann neu versilbern, klappt. Silber vergolden, entfetten, polieren, wenn es sein muss, vergolden, klappt. Die Goldschicht muss dick sein, sie muss abriebfest sein, damit der Kunde zufrieden ist. Dicker vergolden, klappt. Dicker versilbern, ja. Wenn ihr E-Zigarette, die den ganzen Tag in der Hand ist, dick versilbern, dick vergolden, dick beschichten, klappt. Wenn jemand rodinieren will, wo hält Rhodium drauf? Auf Gold, auf Kupfer und auf Silber, klappt. Bisschen Anleitung lesen, bisschen mit Gefühl die Voltzahl einstellen. Ein bisschen auf Temperatur halten, ganz entspannt bleiben, klappt. Dann klappt das, Leute. Es klappt. Es ist nicht so, dass ich das verkaufen will und jedem was vom Pferd erzählen. Da wäre ich nach 2 Jahren vom Markt. Ja, wenn jeder, der es kauft, sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja. Ich habe es ja nicht neu erfunden. Ich habe es nur so hergerichtet, dass es jedermann kann. Weil ihr könnt ja mal schauen, die meisten Firmen haben ein Geheimnis draus. Keiner erzählt euch was. Die verkaufen nur ihr Produkt, die sagen aber nicht, wie es geht. Und die, die an sich Vergoldungsbad, Verchromungsbad haben, die werden Teufel tun, euch das zu erzählen, weil die schaffen sich doch keine Konkurrenz. Ja? Und deshalb ganz entspannt mit der Thematik umgehen. Und ich sage immer, das Allerbeste, was immer funktioniert, ist das da. Der Edelstahllöffel. Er ist hochglanzpoliert, er hat genau das, aus was viele, viele super Produkte bestehen. Entfetten, aktivieren, vergolden. Fertig. Ja? Abkleben mit Isolierband, schauen, aha, Isolierband, löst sich vielleicht, wenn es nicht richtig trocken ist, kann ich lackieren, nehme einen Nagellack, nehme einen Maskierstift, fertig. Ja, dann sieht das so aus. Und wenn es schwarz sein soll, Schwarznickel, dann sieht das so aus. Oder Schwarzchrom oder Schwarzotenium, ist immer die Frage, wird es am Körper gedacht. Habe ich Schmuck mit Steine drin oder Perlen, fahre ich einfach drüber, passiert nichts. Es greift kein Lack an, keine Farbe, kein Leder, im Ding. Ja, echt Perlen, könnt ihr einfach drüber fahren, passiert nichts. Ja, nur das, was leitend ist, wird beschichtet, was nicht leitend ist, zack. Und dann arbeite ich mich Schritt für Schritt durch. Und das ist so einfach, so simpel. Und da gibt es so viel machbare und Möglichkeiten, dass man sagt, das ist, ich sage, ich könnte Seiten füllen mit dem Zeugs. Und damit kann man Geld verdienen. Der Markt ist da, ja. Das gibt alles. Von der vergoldeten Handschelle übers vergoldete Nagelset-Etui über irgendwelche andere Dinge. Wir sind 82 Millionen Leute in Deutschland und täglich kommen immer wieder welche dazu. Und viele gehen leider von uns. Ja. Und jeder in seiner Lebensphase möchte Dinge haben für sich, personalisiert, individualisiert. Ja. Es fängt an beim Schmuck, es fängt an bei der Uhr, es fängt an vom Mitbringsel über vom Ausland, Amulette, Schmuck, irgendwas kreieren, selber machen, drucken, 3D-Druck jetzt. Da kommt so viel Zeugs zusammen. Und da sagt man immer, schön veredeln, schön vergolden. Und das können wir damit machen, hier mit dieser Technik. Also in dem Sinne, alles Gute, genug geschwafelt, genießt euer Wochenende, bis zum nächsten Mal.